Die Margarete Schwenk ist eine Landfrau mit einem beeindruckenden Talent für Malerei und Kunsthandwerk. Ich habe erst angefangen mit Bauernmalerei, dann waren wir eine Weile Schluss. Und dann haben wir eben das angefangen, Bilder zu malen auf Leinwand. Erst Aquarell ein bisschen gemalt und dann auf Leinwand. Und da sucht man sich halt dann manchmal in der Zeitung, ist mal ein Bild oder irgendeine Postkarte. Faszinierend ist vor allem, wie sie Dingen, die andere wegschmeißen würden, wieder zu neuer Schönheit verhilft. Kann man jetzt die Farbe kann man im Backofen trennen und kann es dann also in die Spülmaschine durchs Netz. Aber spülen kann man es. Das ist auch eine andere Art. Das sind Stiefmütterchen. Die ist auch. Und das habe ich halt eher viel gebasteltes. So. Das ist mal alles in rosa. Oder hier die Messerbänkchen. Das ist alles selber gemacht. Die Röschen sind auch selber gemacht. Und zu dem hier habe ich auch hier die passende. Mhm. Ja, sie wird noch. Das ist, das hat ich der Tochter gemalt. Die hat das in 6 Mal. Da ist die Hälfte dreimal mit Erdbeeren und die anderen dreimal sind mit Kirschen. Und daher auch die, wo man dann auch noch beistellt. Habe ich auch, also habe das auch noch mal mit Kirschen eben auch viel Bastelarbeiten. Mach's eben gerne. Und das hier. Nee, ich habe mal Malkurse hab ich hier mitgemacht. Da war im Ort hier, der Horsthappel. Und da habe ich öfters, also ich habe mal angefangen mit Bauernmalerei. Hatte ich ja Schlafzimmer, alles Mögliche. Da waren auch viel damals die Milchkannen, das ist aber jetzt wieder ein bisschen anderer Stil als Bauernmalerei, die Kanne. Und die kann man dann, da sind Löcher drin und man kann es, wenn man abends auf der Terrasse oder im Garten ist, Kerzen reinstellen. Dann leuchtet das schön durch. Unser Vater hat die Idee, Evangeliar zu machen. Und die alle, wo malen, kriegten 3 Zettel von irgendeinem, also wurde nicht gewählt, also jeder kriegt 2 Zettel und sollte da von dem Evangelium was malen. Und manche Sachen hatte ich ja, heilige Nacht weiß man, was man malen soll, die Krippe hatte ich gemacht. Aber jetzt die Herrlichkeit Gottes, was malt man da? Da habe ich dies halt gemalt, das hier. Und dann habe ich das halt später mal noch gemacht. Ne? Das ist so mehr modern, Maria modern heißt, sondern Engel modern. Das hier unten, das ist Aquarell, das untere Porzellan. Also Porzellan, nicht Keramik, so was. Das sind eben auch so Handarbeiten und Bastelarbeiten. Also ist jetzt hier für die, wenn auf dem Balkon habe ich da ein paar Kräuter, kommt das bei. Das ist ja klar. Gestickt und gepasst, genäht und ja. Ja, die brauche ich jetzt, habe ich schon öfters gemacht, die muss jetzt noch zum Weißen Sonntag. Für den Weißen Sonntag, genau. Und das ist das Täschchen für die Rosenkranz. Mhm. Ja, das ist alles gehäkelt. Da gibt es also Formen, wo man das gießen kann. Und ja, manch einer hat sich auch gewundert, weil hier dieselben
Sachen überall gleich sind, ne? Die auf dem Schränk sind. Und das kann man gießen und die habe ich mir halt aufgeklebt. Über Dörfer geht man, das kann man. Auch in die Bäume hin, das sind jetzt die Scherben, wo man kann, also von Fliesen, die man bricht. Das will ich gleich da. Und das sind wieder so gekauft. Wir haben zur Zeit mal hier bei dem, wo uns die Kurse gemacht hat, der Rewe. Also er hat einen Rewe-Laden und er hat dann aufgehört und da war das leer. Und da war unsere Gruppe, hatten wir immer lange Ausstellungen da. Ja. Hier im Ort. Also in dem früheren Laden drin. Ja. Wir waren ja sonst wo schon auf Ausstellungen. Wollte ich sagen. Mit den Bildern. Ja.